Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Webinar. Mein Name ist Rudolf Schell und gemeinsam schauen wir uns heute einmal die neuen Pro-Versionen an, und zwar unsere Hybrid G4 Wechselrichter und die Pro-Version des X3 Ultras. Ja, wir beschäftigen uns mit den Unterschieden, mit den Updates, was neu an diesen Versionen da noch ist, sodass Sie dann heute nach diesem Webinar eine gute Übersicht haben, worin die Unterschiede bestehen und was die Pro-Versionen denn besser machen als die normalen Versionen. Das sind die heutigen Themen. Zunächst einmal werfen wir einen Gesamtüberblick über die universellen Hybrid-Systeme, also X3 Ultra und die Hybrid G4 Wechselrichter. Und dann beginnen wir auch direkt schon mit der Vorstellung. Ja? Und zwar mit dem X3 Ultra fangen wir an und dann arbeiten wir uns vor zum Hybrid G4 und schauen uns da wirklich alle Aspekte, alle Details an, die bei diesen beiden Wechselrichtern dann auch neu sind. Ja, zunächst einmal die versprochene Übersicht. Das sind ja die bisher erhältlichen Geräte, also neben dem Hybrid G4 System, X1 Hybrid und X3 Hybrid, was ja jetzt auch schon seit etwas mehr als 3 Jahren auch am Markt ist, gibt es jetzt ja seit ungefähr diesem Sommer auch den neuen X3 Ultra Wechselrichter. Und alle diese Versionen, also X3 Hybrid G4 und auch X3 Ultra, bekommen jetzt eine besondere Pro-Version mit kleinen, aber feinen Unterschieden. Was diese Pro-Version ausmacht, das wollen wir uns dann eben jetzt in diesem Webinar gemeinsam einmal anschauen. Wir fangen an mit dem X3 Ultra Pro. Ja, hier haben wir nicht allzu viele Unterschiede zur bisher erhältlichen Version. Also neu in der Pro-Variante ist eben, dass es jetzt auch einen 15 kW und 20 kW X3 Ultra gibt mit 3 MPPs. Bisher war die Aufteilung ja so: das 15 und 20 kW Gerät hatte 2 Tracker mit jeweils 2 Strings und das 25 und 30 kW Gerät hatte dann eben 3 MPPs mit insgesamt Anschlussmöglichkeiten für bis zu 6 PV-Strings. Nun haben wir jetzt eine Pro-Version nachgeschoben. Die Pro-Version gibt es für das 15 kW und für das 20 kW Gerät, und der wesentliche Unterschied ist eben hier folgender, dass dann eben auch 15 und 20 kW Wechselrichter 3 MPPs haben. Also die Pro-Version ersetzt nicht die bisherige Version, sondern ergänzt quasi das Portfolio des X3 Ultra. Und wichtig zu wissen ist, dass dann eben halt auch ein 15 und 20 kW Gerät existiert mit jeweils 3 MPP-Eingängen. Ansonsten hat sich nicht viel geändert. Also beide Versionen, egal ob Pro oder der normale Ultra, haben immer 2 Batterieanschlüsse. Egal welche Leistungsklasse ich wähle, egal ob 15, 20, 25 oder 30 kW, die beiden unabhängigen Batterieanschlüsse, die sind immer vorhanden. Werfen wir mal einen kleinen Blick aufs Datenblatt. Hier habe ich jetzt nur einen Auszug des Datenblattes gewählt. Ein Auszug deshalb, weil sich letzten Endes hier nur die Anzahl der MPP-Tracker verändert haben. Alle weiteren Leistungswerte, oder technischen Daten vielmehr, AC-Anschluss, Backup-Leistung, Notstromfunktionen und so weiter, sind gleich geblieben. Ich habe hier einmal hervorgehoben, wo die Unterschiede sind. Also im Datenblatt sind die quasi einmal hier dazwischen aufgeführt. Das heißt, neben dem normalen X3 Ultra 15 kW gibt es jetzt hier auch dargestellt die Version X3 Ultra mit 15 kW in der Pro-Version. Ja, man sieht, die technischen Daten sind weitestgehend gleich. Der wesentliche Unterschied ist aber hier die Anzahl der MPP-Tracker. Es stehen jetzt generell 3 MPPs zur Verfügung. Und zwar kann ich an diese 3 MPPs jeweils auch 2 PV-Strings anschließen. Die technischen Daten dieser Eingänge sind eben mit 36 Ampere Modul Eingangsstrom und maximaler Kurzschlussstrom von 45 Ampere gleich geblieben. Also die technischen Daten haben sich nicht geändert, man hat einfach nur einen weiteren vollwertigen MPP-Tracker dazu bekommen. Ansonsten, wenn wir weiter nach rechts gehen, sehen wir auch hier X3 Ultra 20 kW in der normalen Ausführung mit 2 MPP-Trackern und jetzt aber neu der X3 Ultra 20 kW in der Pro-Version. Die erkennt man immer hier an dem nachgestellten P. Technische Daten auch hier unverändert. Das Einzige, was dazugekommen ist, hier in dieser Zeile, man sieht es, ein weiterer vollwertige MPP-Tracker, der auch quasi 36 Ampere pro Tracker bzw. 18 Ampere Modulstrom pro String dann auch verarbeiten kann.
Also hier die Änderung eigentlich ja, nur kleiner Natur. Man gewinnt halt einfach mit dem zusätzlichen MPP-Tracker ja, weitere Flexibilität in der Anlagenauslegung, weil man halt einfach aufwendigere Dächer dann besser auch an einen 15 und 20 kW Ultra mit verschalten kann. Hier nochmal dargestellt, ja, die verfügbaren oder insgesamt verfügbaren Versionen oder Geräte, die alle zur Xtra Ultra Serie gehören. Hinzu kam ja das 15 und 20 kW Gerät, was ich jetzt einmal hier mit eingeschoben habe. Wie gesagt, das P steht eben für Pro-Version. Neben den normalen Hybrid-Wechselrichtern gibt es eben wie bei der Hybrid G4 Serie auch eine Art ja, Retrofit-Serie. Retrofit steht ja bei Solax für Nachrüsten, also die Serie X3 Fit aus der G4 Serie sind ja quasi AC-gekoppelte Batteriewechselrichter, die man eben in bestehende PV-Systeme dann auch nachrüsten kann. Das Ganze gibt es jetzt eben auch bei der X3 Ultra Serie und hier gekennzeichnet ist das eben mit dem ja, Zusatz A für AC-Kopplung, beziehungsweise da steht halt eben dafür für AC-gekoppelte Batteriewechselrichter. Diese haben keinen PV-Anschluss, deswegen ist auch hier die Anzahl der MPP-Tracker völlig irrelevant. Es gibt nämlich gar keine MPP-Tracker. An diese Wechselrichter kann ich letztlich nur Batteriespeicher anschließen. Diese werden AC-seitig in bestehende PV-Systeme eingebunden und über ja, die Messung mit einem Energy Meter, also mit dem Solax Energy Meter vielmehr, werden alle Energieflüsse in diesem System erfasst, also alles, was Einspeisung und Bezug angeht. Und so wird dann eben überschüssige Energie über den AC-Anschluss des X3 Ultra in den Batterien mit eingespeichert. Auch die A-Serie hat natürlich auch zwei unabhängige Batterieeingänge. So viel ist klar. Der einzige Unterschied ist, es gibt hier keine PV-Anschlüsse, weil diese Geräte eben ohne PV-Module oder ohne direkt angeschlossene PV-Module betrieben werden, weil alle PV-Strings ja weiterhin an die ja, bestehenden und installierten String-Wechselrichter angeschlossen sind. Also eben hier gibt es dann auch Geräte in dieser Leistungsklasse, in dieser Größe, dann eben auch für bestehende PV-Anlagen zum Nachrüsten oder wenn man eine Kombination aus vielleicht großem String-Wechselrichter wählt, 100 kW, 150 kW, 200 kW und dann aber trotzdem noch ja, die Überschüsse in Batteriespeichern laden möchte, da bieten sich unsere Ultra-Wechselrichter in der AC-gekoppelten Variante dann wirklich auch wunderbar an. Ansonsten, was Features und Funktionen angeht, gibt es hier eigentlich nichts Neues zu berichten. Auch die Ultra-Wechselrichter der Pro-Variante haben natürlich auch die gleichen Funktionen, Features, sind eben genauso leistungsfähig. Wir haben vorhin schon den Blick aufs Datenblatt geworfen. Bei allen anderen technischen Daten, AC-Anschluss, EPS-Ausgang und so weiter, Notstromfunktion oder eher Ersatzstromfunktionalität, gibt es keine Unterschiede. Die Pro-Version unterscheidet sich tatsächlich nur durch die Anzahl der vorhandenen MPP-Tracker. Ansonsten sind die Ultra-Wechselrichter, egal ob Pro-Version oder eben normale Version, ja, wirklich sehr, sehr flexibel in der Anlagenauslegung, in der Planung und Skalierbarkeit des Batteriespeichers. Ich kann hier ja weiterhin über die beiden unabhängigen Batterieeingänge eben bis zu 93 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität pro Wechselrichter anschließen. Und da ist, denke ich, klar, wo die Reise oder wo die Anwendungsfälle hingehen. Das ist eben ein ganz klares Gerät, was eben auf Gewerbe- oder Industriesysteme dann noch abzielt. Hier einmal noch dargestellt, welche Möglichkeiten es dann halt eben gibt mit diesen beiden Batterieanschlüssen. Hier ist eben halt optisch nochmal klar, dass es wirklich unabhängige Batterieeingänge sind. Das heißt, ich kann diese beiden Batterieeingänge wirklich voll unterschiedlich belegen. Ich kann erstmal nur den einen Eingang belegen und für eine zukünftige Erweiterung der Anlage des Speichers habe ich dann eben noch Kapazitäten frei. Gerade auch mit den neuen HVS-Batterien, also HVS 2.5 oder HVS 3.6, kann ich hier eben wirklich wunderschön hochskalieren. Es ist prinzipiell alles möglich zwischen 10 und 46 Kilowattstunden pro Batterieeingang. Wenn ich beide voll belege, bedeutet das eben etwas über 90 Kilowattstunden Batteriespeicherkapazität pro Wechselrichter.
Das ist wirklich schon jede Menge. Und das Tolle ist halt eben diese Flexibilität, die ich habe. Dadurch, dass eben beide Batteriespeicher oder beide Batterieeingänge eben nicht gleich und völlig unterschiedlich belegt werden können. Wenn es in Zukunft noch etwas mehr Batteriespeicher sein soll, dann wird jetzt demnächst auch ja, die sogenannte TB-P-Box, also das ist auch eine Parallelbox, auf den Markt kommen, mit der es dann sogar möglich ist, eben sogar drei Batteriegruppen oder drei Batterietürme an den X3 Ultra anzuschließen. Und so habe ich dann wirklich ja, nach oben hin fast schon gar keine Grenzen mehr gesetzt. Zumindest kann ich dann hier nochmal deutlich mehr Anwendungsfälle realisieren. Immer dann, wenn ich wirklich einen sehr, sehr großen Batteriespeicher in dem PV-System daneben benötige. Soviel zu den Neuerungen des X3 Ultras. Ansonsten Features und Funktionen sind hier nicht mit dazugekommen und installationstechnisch hat sich hier im Prinzip auch nichts verändert. Ich hatte ja vor einigen Monaten schon ein Webinar gemacht, wo es eben zu den Installationsmöglichkeiten des X3 Ultra geht. An dieser Stelle möchte ich vielleicht jetzt noch einmal kurz verweisen auf das Installationsvideo auf YouTube. Und zwar, wenn Sie einmal hier diesen QR-Code scannen würden, der ist auch in den Begleitunterlagen vorhanden, die Sie jetzt sogar auch schon downloaden können im Download-Bereich. Das heißt, nach Abscannen dieses QR-Codes gelangen Sie direkt auf das Installationsvideo des X3 Ultra auf YouTube und hier bekommen Sie dann innerhalb von guten 15 Minuten alle installationstechnischen Aspekte nahegebracht in Videoform, sodass man dann wirklich auch direkt sieht, welche Unterschiede es dann vielleicht auch zum bestehenden G4-System gibt, sodass man dann eben auch hier wirklich mühelos, schnell und ja natürlich auch fehlerfrei X3 Ultra Hybrid-Wechselrichtersysteme installieren kann. So viel an der Stelle zum X3 Ultra. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum Hybrid G4 und zu der Pro-Version des Hybrid G4, weil hier hat sich deutlich mehr getan. Die Pro-Version ist nicht nur eine Erweiterung der normalen G4-Serie, sondern eben bringt auch wirklich einige neue tolle Features mit dazu, die die bisherige Hybrid G4-Serie noch nicht bieten konnte. Vielleicht als kleinen Einstieg zur Wiederholung, das Hybrid G4-System ist ja jetzt auch schon seit etwas mehr als 3 Jahren am Markt und ist auch nicht nur durch die Marke Solax, sondern eben auch durch andere Marktbegleiter und andere Marken dann auch fest am Markt etabliert. Es bietet nämlich, das dürften wir alle wissen, einen sehr, sehr großen Funktionsumfang. Es lassen sich sehr, sehr viele Anwendungsfälle eben damit abdecken. Durch umfangreiche Ausstattung und eben das Solax-Zubehör lassen sich wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle realisieren. Jetzt mit der neuen Pro-Version haben wir dann auch auf die, berechtigten Kritikpunkte natürlich dann auch gehört und dann eben auch hier die G4-Serie um die Pro-Version erweitert. Und welche Neuerungen das jetzt hier gibt, das sehen wir im Prinzip eigentlich auch schon auf der nächsten Folie. Hier ist sie. Die am meisten gewünschte Neuerung ist halt eben auch hier ein dritter MPP-Tracker. Und zwar nicht für die ganz kleinen Wechselrichter, also 4, 5, 6 kW-Geräte, die haben weiterhin 2 MPP-Tracker. Aber nun haben wir dann eben auch ab dem 8 kW-Gerät einen dritten MPP-Tracker mit an Bord. Das gilt aber nur für die Pro-Version, darauf muss man achten. Und dann eben 8, 10, 12 oder 15 kW des Hybrid G4 in der Pro-Variante haben dann eben auch einen dritten MPP-Tracker mit an Bord. Neu ist auch, dass es eben nun auch ein 4 kW-Gerät gibt. Also bisher ging ja die Reise beim X3 Hybrid G4 los bei 5 kW-Geräten. Nun gibt es eben auch für etwas kleinere dreiphasige Systeme auch ein 4 kW-Gerät, allerdings nur in der Hybrid G4 Pro-Variante. Ansonsten gibt es dann nochmal, weitere technische Neuerungen, die halt eben wichtig sind, um auch die Entwicklung auf dem Modulmarkt abzubilden. Das heißt, hier haben wir den maximalen PV-Strom am PV-Eingang auf 20 Ampere hochgeschraubt, sodass man dann eben auch mit allen aktuellen und auch zukünftig erhältlichen Hochleistungsmodulen, besondere Modultechnologien natürlich auch weiterhin kompatibel ist. Die Startspannung ist jetzt etwas geringer, die beträgt nur noch 140 Volt. Das heißt, auch in ganz kleinen Systemen, gerade bei einem 4 kW-Gerät mit vielleicht kürzeren Strings oder kurzen Strings, startet der Wechselrichter natürlich trotzdem sehr, sehr zuverlässig, auch bereits mit einer sehr, sehr geringen Modulanzahl.
Weitere sehr, sehr wichtige und interessante Neuerung ist dann eben auch hier, dass wir nun auch bei der Pro-Version 2 unabhängige Batterieeingänge auch hier zur Verfügung haben. Also nicht nur der Ultra hat jetzt 2 Batterieeingänge, sondern eben auch der Hybrid G4 in der Pro-Version kommt jetzt auch mit dem 2. Batterieeingang. Hier ist es einmal dargestellt und auch schon angedeutet. Weitere Neuerung ist dann eben auch der AC-Stecker. Wer bereits IES-Systeme oder eben auch Xtra Ultra installiert hat, der kennt diesen neuen Stecker. Dieser neue AC-Stecker ist jetzt eben auch bei der Pro-Version vorhanden. Das normale G4-System hat weiterhin Anschlussmöglichkeiten AC mittels Klemmleiste. Hier hat sich nichts verändert, das bleibt auch so. Nur die Pro-Version bekommt jetzt eben auch diesen neuen AC-Stecker, den man jetzt auch schon vom Xtra Ultra oder eben dann auch vom X3 IES-System bekommt. Die Kommschnittstellen sind auch neu designt, neu ja, angebracht. Darauf werfen wir jetzt auch gleich nochmal einen Blick in der Übersicht. Es ist aber ähnlich auch hier wie beim X3 Ultra. Also man sieht, der Hybrid G4 in der Pro-Variante ist quasi, wenn man so will, eigentlich eine neue Geräteklasse. Dadurch, dass die Unterschiede eben zum normalen G4 dann wirklich auch durchaus ja, deutlicher sind und eben halt auch sehr, sehr umfangreicher. Wichtig zu wissen, beide Systeme sind natürlich weiterhin am Markt verfügbar, also der normale Hybrid G4 und auch eben der Hybrid G4 in der Pro-Version, die laufen quasi parallel zueinander. Ansonsten, was Solax Zubehör angeht, kann ich natürlich auch an den Pro-Wechselrichter sämtliches erhältliches Solax Zubehör eben mit anschließen. Hier in dieser Tabelle habe ich einmal ja, alle Neuerungen, Änderungen und Unterschiede nochmal übersichtlich zusammengestellt, wo letzten Endes ja, die Unterschiede auch liegen. Also angefangen von den 3 MPPs bis hin zum ja, etwas erweiterten MPP-Bereich auch, also 110 Volt bis 950 Volt, den wir jetzt hier, oder das ist jetzt der neue Spannungsbereich der MPP-Tracker dann noch ist, ist auch hier die Startspannung etwas nach unten erweitert worden. Also hier mit 140 Volt startet der Wechselrichter eben auch deutlich früher, beziehungsweise auch mit einer etwas geringeren Modulanzahl. Wir haben hier weitere Verbesserungen in der Überlastfähigkeit im Ersatzstrombetrieb, also im EPS-Betrieb. Und zwar können wir dann eben nicht nur für 10 Sekunden bis zu 150% EPS oder eben die Nennleistung des Wechselrichters bereitstellen, sondern eben auch für 10 Sekunden das Doppelte der Nennleistung des Wechselrichters. Das heißt, ein 10 kW pro Wechselrichter kann für 10 Sekunden auch bis zu 20 kW Not- bzw. Ersatzstrom oder Ersatzstromleistung dann auch ausgeben. Am PV-Eingang, wie gesagt, da gab es die Änderung auf 20 Ampere maximaler ja, Modulstrom, der jetzt möglich ist. Mit den 16 Ampere bei der normalen G4-Serie waren wir aber auch schon ganz gut aufgestellt. Was die beiden Batterieanschlüsse angeht, dazu komme ich gleich nochmal etwas ausführlicher. Den Punkt lassen wir jetzt nochmal aus. Die Schutzklasse hat sich leicht verbessert von IP65 auf IP66. Es lassen sich deutlich mehr Geräte im Parallelbetrieb koppeln, auch ohne Umschalteinrichtung. Das ist sicherlich weniger relevant im Praxisbetrieb, aber prinzipiell jetzt auch möglich. Und was jetzt auch eine neue tolle Funktion vielleicht für die Zukunft darstellt, diese beiden Batterieeingänge, ja, die kann ich nicht nur für Solax-Batterien nutzen, sondern kann eben auch ja, DC-gekoppelte Wallboxen direkt an einen Batterieeingang mit anschließen. Ja, das heißt, ich kann hier quasi auch ja, DC-Wallboxen mit betreiben. Also das wird nochmal ein spannendes Thema im, ja, im Zuge der weiteren Entwicklung von Elektromobilität. Aber hier, man sieht, der Pro-Wechselrichter ist ein wirklich sehr, sehr zukunftsfähiges Gerät. Die Kommschnittstellen wurden grundlegend neu designt und auch erweitert, weil bisher gab es ja teilweise kombinierte Schnittstellen, also gerade die Kommschnittstelle am normalen Hybrid G4 war ja auch schnell, ich sag mal, überbelegt mit Wallbox, mit Adapterbox und so weiter. Jetzt haben wir für sämtliches Zubehör eine eigene Schnittstelle, einen eigenen RJ45 LAN-Anschluss, so dass ich hier deutlich flexibler bin, was die Anschlussmöglichkeiten von Solax oder auch externem Zubehör angeht. Ja, ansonsten, wie bereits erwähnt, der AC-Stecker ist neu. Es gibt etwas Verbesserung im Bereich
der Arten von Stromverbrauchern, die ich im EPS-Betrieb betreiben kann. Also so lustig oder so blöd es vielleicht auch klingt, der normale Hybrid G4 hatte im EPS-Betrieb mit einigen Stromverbrauchern tatsächlich so seine Probleme. Insbesondere waren das jetzt zum Beispiel Haartrockner, also der typische Haarföhn, wenn er eben auf sehr, sehr niedriger Stufe betrieben wurde, hatte der G4 tatsächlich seine Probleme. Das liegt eben an diesen typischen Halbwellen, wie soll man sagen? Also ich kann es tatsächlich so aus dem Stegreif jetzt auch nicht genau beschreiben, ist ein etwas komplizierteres Thema, aber diese typischen Halbwellenlasten, da hatten dann eben auch andere Hersteller und auch der Hybrid G4 so seine Probleme, insbesondere bei sehr, sehr niedrigen Lasten. Zum Beispiel, oder typisches Beispiel war eben so ein Haartrockner, der dann auf sehr, sehr niedriger Stufe betrieben wurde. Was ich damit sagen möchte, diese Einschränkungen gibt es jetzt tatsächlich nicht mehr. Egal, ob es jetzt Halbwellenlasten sind oder eben andere Arten von Verbrauchern, das spielt gar keine Rolle mehr. Der Hybrid G4 Pro versorgt im Ersatzstrombetrieb wirklich alle Arten von Verbrauchern. Erweiterte Schieflastfähigkeit hier als letzter Punkt. Dazu komme ich auch gleich nochmal, was das hier bedeutet. Hier gibt es auch nochmal erweiterte Möglichkeiten. Werfen wir mal einen Blick auf den neu gestalteten oder auf die neu gestaltete Unterseite. Neu dazugekommen ist natürlich ein dritter MPP. Das heißt, ich habe jetzt drei PV-Eingänge. Bisher war es ja so, PV-Eingang 1 oder Tracker 1 hatte ja die Anschlussmöglichkeit für zwei Strings. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Alle Pro-Versionen, also egal ob 8 kW, 10 kW, 15 kW, haben drei MPPs, aber ich kann immer nur einen String pro Tracker anschließen. Das heißt, ich kann weiterhin drei Strings anschließen, aber jeder String, und das ist halt eben dann der Vorteil an diesem Gerät, hat dann auch wirklich drei unterschiedliche Tracker, sodass ich dann eben auch wirklich komplett drei unterschiedlich ausgelegte Strings, drei Dachseiten, drei Ausrichtungen wirklich auch sauber an den Wechselrichter anschließen kann. Das Besondere ist natürlich auch weiterhin die Batterieeingänge. Ich habe zwei unabhängige Batterieeingänge, kann die komplett unterschiedlich belegen, einen Eingang freilassen für eine zukünftige Erweiterungsmöglichkeit. Das spielt prinzipiell gar keine Rolle. Das Besondere ist eben auch hier, ich habe es gerade schon erwähnt, dass ich einen Eingang auch nutzen kann, um hier auch direkt eine Wallbox mit anzuschließen, um halt direkt über DC mein Elektroauto zu laden oder halt eben auch vom Elektroauto über den Wechselrichter ins Hausnetz zu laden. Also diese Möglichkeit wird es auch geben. Man sieht, es ist ein sehr, sehr universeller, sehr, sehr flexibler Anschluss. Also nicht nur ein reiner Batterieanschluss, sondern wir nennen es V2X, also V2X. Ich kann quasi vom Vehicle, also vom Elektrofahrzeug, auch entladen, sobald, ich sag mal, hier die technischen und, ich sag mal, auch rechtlichen Rahmenbedingungen dazu geschaffen wurden. Also ein sehr, sehr tolles, sehr, sehr zukunftsfähiges Gerät, mit dem auch in Zukunft sicherlich weitere interessante Anwendungsfälle dann auch eben möglich sind. Der Monitoring-Dongle ist, oder der Monitoring-Anschluss vielmehr, hier hat sich nichts getan. Er ist aber natürlich kompatibel mit allen Solax-Dongeln, egal ob Wi-Fi-Dongle, LAN-Dongle. Prinzipiell ist eben hier auch neuerdings wie bei den anderen G4-Systemen in der neuesten Version dann auch immer ein Dongle im Lieferumfang mit dabei. Ganz neu gestaltet sind eben hier diese beiden Anschlüsse, und zwar die COM-Ports. Wer den Xtra Ultra schon mal verbaut hat, der wird diese beiden Abdeckungen vielleicht auch schon kennen. Hierunter verbergen sich nun alle möglichen Kommunikationsschnittstellen. Also für das Energy Meter, ganz klar, für das BMS des Batteriespeichers, für eine Wallbox, Adapterbox. Hier sind auch die Kommunikationsschnittstellen für den Parallelbetrieb untergebracht. Also man hat hier insgesamt 12 verschiedene AJ45-Buchsen, also diese typischen LAN-Buchsen, womit man dann diverse Geräte, auch externe Monitoring-Systeme, externe andere Systeme mit direkt anschließen kann. Dann weitere Neuerungen. Oder letzte Neuerung vielmehr, ein neu gestalteter AC-Anschluss. Dieser Stecker ist jetzt eben auch beim Xtra Ultra vorhanden oder auch beim Xtra EES-System. Und hier
auf diesen Stecker kommen wir gleich nochmal. Er bietet halt eben nochmal eine etwas andere Anschlussart, was den AC-Anschluss angeht. In meinen Augen eine etwas bessere Anschlussvariante, weil ich halt eben hier quasi erstmal den Stecker konfiguriere, den Stecker belege, den wir uns gleich einmal anschauen und dann quasi den Stecker am Gerät einstecke. Das heißt, ja, für Service, Wartung oder eben auch einen Gerätetausch ist es hier eben hier auch etwas besser, nutzerfreundlicher gestaltet. Hier mal einen kleinen Detailblick auf den AC-Stecker. Genauso sieht er halt eben aus. Das heißt, er besteht im Prinzip aus mehreren Komponenten. Also natürlich einmal eine Durchführung oder Abdeckung vielmehr. Dann der eigentliche oder das eigentliche Steckergehäuse. Und die Kabel werden natürlich dann eben auf so einen kleinen innenliegenden Stecker dann nochmal aufgelegt. Dieser Stecker ist quasi, ich will nicht sagen zweifach belegt, aber er beinhaltet eben den EPS-Anschluss und auch gleichzeitig den Grid-Anschluss. Das heißt, bei der Durchführung und bei dem eigentlichen Anschluss der jeweiligen Leiter muss ich natürlich darauf achten, ist es eben der normale Netzanschluss oder halt eben auch der EPS-Ausgang, den ich hier anschließe und belege. Das Ganze steht natürlich auch nochmal direkt auf dem Stecker mit drauf. Also man kann es im Prinzip nicht wirklich falsch machen. Ja, sobald dann quasi alle Leiter an dem kleinen Stecker angeschlossen sind, wird das Ganze quasi in das Steckergehäuse einmal reingeschoben, ja, mit der Überwurfmutter dann auch fixiert. So kann der Stecker dann auch wirklich nicht mehr von allein, ich sag mal, auseinandergehen oder eben aufgehen. Und alles, was dann letztlich noch zu tun ist, ist dann den Stecker an der Unterseite des Wechselrichters einzuschließen. Ich habe jetzt mal hier ein Bild rausgeklaut vom IES-System, aber es ist der gleiche Stecker und letztlich auch der gleiche AC-Anschluss am Wechselrichter. Hier, das ist ein Bild vom IES-System. Beim Hybrid G4 Pro befindet der sich eben halt an der Unterseite und wird dann auch eben einfach von unten einmal eingesteckt. Dann wird dieser orangene Bügel runtergeklappt, mit einer Imbusschraube gesichert. Und dann kann man den Stecker auch nicht mehr einfach so abziehen oder er kann auch eben nicht mehr von alleine rausrutschen. Er hat ja durchaus etwas Gewicht, wenn da auch eben die entsprechenden Kabel mit dranhängen. So ist er dann auch eben gegen unbeabsichtigtes Rausfallen, rausflutschen, dann natürlich auch abgesichert. Also in meinen Augen eine interessante Neuerung, was diesen Stecker angeht, der jetzt eben auch beim X3 Ultra und beim IES-System mit dabei ist. Das heißt, egal welche Hybrid-Wechselrichter-Klasse, welches Hybrid-Wechselrichter-System ich bei Solax verwende, ich habe immer den gleichen Stecker mit dabei. Kommen wir auch zu einem interessanten Aspekt dieser beiden Batterieeingänge. Wir haben es eben beim X3 Ultra schon gesehen. Die lassen sich wirklich völlig unabhängig voneinander belegen. Ja, ich kann beide Batteriestrings anschließen oder erstmal nur einen nutzen. Das ist vollkommen egal. Wichtig ist, und das sollte ich wissen, ich habe tatsächlich unterschiedliche Lade-Entladeleistungen zur Verfügung. Verwende ich beide Strings, also wie ich in diesem Bild hier dargestellt, oder werden beide Batterieeingänge belegt, stehen mir pro Eingang 25 Ampere Laden und Entladen zur Verfügung. Je nach Batteriespannung, also je nach Anzahl der Batteriemodule, bedeutet es dann eben quasi eine unterschiedlich hohe Lade-Entladeleistung. Wichtig zu wissen, sind beide Eingänge belegt, reduziert sich die Lade-Entladeleistung pro Eingang aber auf 25 Ampere. Und je nach Batterieanzahl ist es natürlich auch weiterhin schon sehr, sehr viel. Pro Eingang habe ich dann eben diese 25 Ampere zur Verfügung, die natürlich auch gleichzeitig zur Verfügung stehen. Also es wird nicht so sein, dass erst Eingang 1 B oder entladen wird und dann Eingang 2, sondern beide Batteriespeicher können gleichzeitig eben auch entladen und auch eben beladen werden. Also man hat hier Solax typisch auch wiederum sehr, sehr leistungsfähige oder sehr, sehr brauchbare Lade-Entladeraten. Ist erstmal nur ein Eingang belegt, dann erhöht sich die Lade-Entladeleistung oder der Entladestrom vielmehr auf 30 Ampere, die dann eben dauerhaft auch zur Verfügung stehen. Und je nach Batteriespannung, also je nach Batterieanzahl, kann man sich dann so auch schnell und einfach die entsprechende Lade-Entladeleistung ausrechnen. Es ist nämlich so, wir haben mittlerweile ein recht umfangreiches Batterieportfolio auch. Das sehen wir gleich nochmal mit teilweise unterschiedlichen Batteriespannungen. Deswegen geben wir quasi die Lade-Entladeraten in Ampere mit an. In den entsprechenden Datenblättern ist dann aber natürlich auch nochmal die Leistung in kW mit angeführt. Eine weitere Besonderheit
beide Batterieeingänge oder wenn ich halt eben beide Batterieeingänge kopple, wie beim XTRA Ultra auch schon möglich, dann stehen mir quasi sehr, sehr hohe Lade-Entladeraten zur Verfügung. Hierfür gibt es ein spezielles Kabel, mit dem ich quasi einen angeschlossenen Batteriespeicher auf beide Eingänge verteilen kann, also so ein klassisches Y-Kabel. Somit werden dann quasi beide Batterieeingänge von einem Batteriespeicher genutzt und dann stehen mir tatsächlich auch bis zu 50 Ampere Lade- und Entladestrom zur Verfügung. Da muss ich halt eben darauf achten, ob es eben auch der jeweilige Batteriespeicher kann. Zum Beispiel T30 oder T58 können eben nur, ich sag mal, 25 bzw. 30 Ampere Lade-Entladestrom zur Verfügung stellen. Die neuen HVS-Batterien beispielsweise, die können prinzipiell auch eben bis zu 50 Ampere Lade-Entladestrom zur Verfügung stellen. Und hier kann ich dann eben wirklich einen Batterieturm auf beide Batterieeingänge verteilen. Und dann habe ich eben wirklich sehr, sehr hohe Lade-Entladeleistungen, die mir dann auch zur Verfügung stehen. Also hier ein sehr, sehr tolles, interessantes Feature. Immer dann, wenn ich wirklich Hochleistungsanwendungen habe und ich eben wirklich eben diese, auch diese ja, hohen Ströme dann noch benötige. Hier einmal ein kurzer Überblick über das ja, aktuelle und auch eben zukünftige Solax Batterieportfolio. Auch hier geht die Entwicklung stetig weiter. Aktuell haben wir hier die oberste Reihe im Vertrieb. Und auch eben ja, in Serienproduktion, also die, eben diese neuen HVS-Batterien, die 2,5er und 3,6er, neben der T58, die auch schon sehr, sehr am Markt etabliert ist und auch weiterhin die T30. Das sind so die klassischen Batterien im ja, Heimspeichermarkt oder halt eben auch für entsprechende Gewerbeanwendungen. In Zukunft wird es auch hier nochmal eine Erweiterung geben. Es gibt neue Batterietypen. Hier gibt es eine, ja, HVS 5.1 Batterie, die funktioniert quasi nach dem gleichen Prinzip wie die HS 25, HS 36 Batterie, hat halt eben nochmal eine deutlich erhöhte Speicherkapazität, das sind etwas größere Batteriemodule auch und was eben dann auch möglich sein wird, vom IES-System gibt es ja auch einen eigens entwickelten Batteriespeicher oder vielmehr Batteriemodule über ja, eine besondere Schnittstelle, gibt es dann eben auch die Möglichkeit, diese Batteriemodule mit dem G4-System oder eben auch mit dem X3 Ultra in Zukunft zu koppeln. Es sind keine neuen Batterien, sondern halt eben, das hier ist der Batteriespeicher aus der ja, IES-Serie, der dann eben auch kompatibel gemacht wird für die G4-Serie, wenn man das denn möchte. Oder eben, das wird dann quasi auch ein Modul aus dieser HS-Serie sein, was dann eben nochmal eine etwas höhere Speicherkapazität zur Verfügung stellt. Also hier, man sieht es, neue spannende Entwicklung auch im Bereich ja, Batterieportfolio bei Solax. Also da gibt es dann in Zukunft dann auch wirklich ja, Neues zu berichten. In eigenen Webinaren gibt es dann auch wirklich nochmal einen detaillierten Einblick ja, in aktuelle und eben auch zukünftige Batteriekomponenten, Batterieprodukte eben bei Solax. Ja, zu guter Letzt, bevor wir dann auch so langsam zum Ende kommen, hier noch einmal der versprochene Überblick, was diese neuen Möglichkeiten im ja, im Bereich Schieflastfähigkeit angeht. Es gibt ja auch bei dem G4 oder eben auch beim X3 Ultra diesen Modus Unbalanced Output, sodass eben quasi nicht über alle drei Phasen gleich oder gleicher Leistung eben aus die Energie ausgegeben wird und ins Hausnetz eingespeist wird. Ich kann über den Unbalanced Output, wenn ich diese Funktion aktiviere, dann auch eine Schieflast erzeugen. Hier muss ich eben darauf achten, in welchem Land ich mich befinde, ob das Ganze denn überhaupt netzkonform ist, erlaubt ist oder eben ob das seitens Netzbetreiber oder Anschlussbedingungen eben nicht der Fall ist. Da gibt es ja durchaus eine berechtigte Diskussion, ob das eben netzdienlich ist oder eben nicht. Wichtig ist, dass wenn man diese Funktion nutzen möchte, dass man das eben auch ja, in Abstimmung mit den örtlichen ja, Anschlussbedingungen dann auch macht. So viel sollte klar sein. Ansonsten wurde diese Funktion nochmal etwas erweitert. Bisher war es ja der Fall, dass ich nur ein Drittel der Nennleistung pro Phase auch eben durch den Wechselrichter bereitstellen konnte. Das Ganze wurde jetzt erweitert. Es ist nicht mehr ein Drittel der Nennleistung des Wechselrichters, sondern eben genau die Hälfte der Nennleistung des Wechselrichters, die eben hier pro Phase auch ausgegeben werden können. Das heißt, der 4 kW in der Pro-Variante, der kann 2 kW pro Phase bereitstellen.
Der 10-kW-Wechselrichter kann schon 5 kW pro Phase auch eben bereitstellen. Und beim 15 kW sind es ja nicht mehr ganz 50%, sondern halt eben 5,75 kW, die hier quasi auch an Schieflast erzeugt werden können oder halt eben auch phasenspezifisch bereitgestellt werden können. Also auch hier eine interessante Erweiterung, was diese Funktion angeht. Eine weitere Neuerung dieser Wechselrichter oder dieser Pro-Variante der G4-Wechselrichter ist eben auch, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, auch Microgrids zu erzeugen oder eben aufzubauen. Ich hatte ja vor kurzem, also auch vor etwas mehr wie 2-3 Monaten, ein eigenes Webinar hierzu gemacht, die Unterschiede zu den Microgrid-Funktionen und eben zum Bereich AC-Kopplung. Welcher Wechselrichter kann was? Und wie unterscheiden sich eben diese beiden Varianten? Wichtig ist jetzt auch hier, der Hybrid G4 in der Pro-Version kann eben auch diese Microgrid-Funktion unterstützen, bereitstellen oder er ist eben Microgrid-fähig. Kurze Erklärung, was das Ganze bedeutet. Ich kann immer dann, wenn ich quasi eine Anlage habe, kombiniert aus Hybrid-System mit Batteriespeicher und einem String-Wechselrichter, dann eben auch diese Funktion nutzen. Die gibt mir eben entsprechende Vorteile. Das heißt, bei einem normalen Stromausfall sind ja normale String-Wechselrichter abgeschaltet und können dann quasi eben keinen Teil zur Stromproduktion mehr beitragen, insbesondere dann, wenn Stromausfall ist, weil diese Geräte sind dann eben bei Stromausfall abgeschaltet. Nun kann ein Microgrid-fähiger Hybrid-Wechselrichter eben ein Inselnetz erzeugen. Die Solax-Hybrid-Wechselrichter erzeugen ja immer ein Inselnetz im Ersatzstrombetrieb oder im Notstrombetrieb und versorgen dann quasi die Verbraucher im Haushalt weiter. Das Ganze funktioniert auch bis zu dem Punkt gut, solange, ich sag mal, Abnehmer im Haus sind, Verbraucher oder eben Batteriespeicher. Problematisch wird es immer dann, an einem schönen Sommertag mit wenig Energieverbrauch, der Batteriespeicher ist voll, dann kann das schnell zu einer Überlastung führen, weil String-Wechselrichter eben auch nicht immer mit dem Hybrid-Wechselrichter in Kommunikation sind, gerade wenn es dann eben auch unterschiedliche Hersteller sind. Ein Microgrid-fähiger Wechselrichter ist eben in der Lage, auch im EPS oder im Inselnetz angeschlossene String-Wechselrichter eben zu regeln. Und zwar immer dann, wenn er feststellt, es gibt zu viel Energie im Inselnetz, zu viel Stromproduktion im Inselnetz, dann kann der Solax-Hybrid-Wechselrichter eben über Frequenzanpassung im EPS-Betrieb angeschlossene String-Wechselrichter herunterregeln und eben dann auch abregeln. Ja? Also immer dann, wenn der Hybrid-Wechselrichter feststellt, okay, es ist zu viel Stromproduktion im Inselnetz, sind dann eben auch angeschlossene String-Wechselrichter auch anderer Hersteller regelfähig durch den Hybrid-Wechselrichter in der Pro-Version, weil eben dieser jetzt auch die Microgrid-Funktion hat. Bisher hatte Microgrid-Funktion eben nur das IES-System, der X3 Ultra oder eben der X1-Hybrid. Der X3-Hybrid G4 hatte diese Funktion noch nicht, aber jetzt mit der neuen Pro-Variante kommt diese Funktion dann eben auch mit dazu. Also auch hier eine tolle Erweiterung. Die Pro-Wechselrichter sind jetzt wirklich sehr, sehr umfangreich, dann entsprechend auch ausgestattet. So viel zu den ganzen Neuerungen, technischen Details. Man sieht, es ist tatsächlich jede Menge bei dieser Pro-Variante der G4-Wechselrichter. Viele neue Features und Funktionen sind mit dazugekommen. Diese ganzen Features und Funktionen sind jetzt nochmal zusammengefasst in diesem Vorstellungsvideo auf YouTube. Es ist kein Installationsvideo, sondern hier werden dann nochmal kurz und knapp, in knapp 3 Minuten, alle neuen Features vorgestellt, dargestellt. Es gibt noch ein paar kleinere Neuerungen, die ich quasi heute weggelassen habe. Die behalte ich mir dann nochmal vor für ein richtiges Installationsvideo oder ein entsprechendes Webinar, was auch schon in Vorbereitung ist. Aber schauen Sie auch gerne mal hier vorbei auf dem YouTube-Kanal. Insbesondere, wenn Sie jetzt hier diesen QR-Code scannen oder auf den Link klicken, dann gelangen Sie auch direkt zu dem Vorstellungsvideo der Hybrid G4 Pro-Serie. Wir sind jetzt auch schon am Ende dieses Webinars angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Hier haben Sie die Möglichkeit, einmal Feedback dazulassen, Themenwünsche zu platzieren. Wenn Sie jetzt ein Webinar gerne in Zukunft mal sehen möchten zu einem speziellen Thema, können Sie dann eben auch hier diesen Fragebogen dafür nutzen.
Lassen Sie da gerne Ihr Feedback da. Wir und die Kollegen nehmen uns das immer gerne zu Herzen. Jetzt bin ich und mein Kollege noch für Sie verfügbar für entsprechende Fragen. Platzieren Sie die gerne über den Chat. Ich sehe schon, es sind einige Fragen schon mit dabei. Ich nehme mir jetzt noch die Zeit, diese zu beantworten. Bis dahin wünsche ich Ihnen dann jetzt erstmal noch ein schönes, verlängertes Wochenende. Gestern war ja Feiertag. Vielleicht haben Sie jetzt auch einen Brückentag und haben jetzt quasi frei. So viel war es das für heute von mir. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und dann auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.